Die Schlangen vor den Impfzentren werden von Tag zu Tag länger. Gleichzeitig mangelt es an Impfstoff. Doch die neue Corona-Mutante Omikron lässt die Sorge vor einer Infektion und damit die Impfbereitschaft steigen. Wir sind vor einem halben Jahr das zweite Mal geimpft gewesen. Da hätten wir nicht gedacht, dass wir noch mal in so eine Lage kommen. Booster, um jetzt nicht im Krankenhaus zu landen. Denn dort werden die Intensivbetten immer knapper wie im Klinikum Rosenheim. Hier werden inzwischen alle Fenster der Intensivstation rot beleuchtet, hinter denen ein Corona-Patient um sein Leben kämpft. Die roten Fenster sollen darauf hinweisen, dass die Situation bei uns in der Klinik mittlerweile bedrohlich ist und dass wir immer wieder jetzt am Rande unserer Kapazitäten sind. Die neue Corona-Mutante Omikron könnte die Lage noch verschärfen, wurde inzwischen in 5 Bundesländern nachgewiesen, darunter auch bei einem sächsischen Patienten, der weder im Ausland war noch Kontakte zu einem Reiserückkehrer hatte. Der Chef des US-Impfstoffherstellers Moderna warnt inzwischen vor einer geringeren Wirksamkeit der gegenwärtigen Corona-Impfstoffe gegen die neue Omikron-Variante. Eine Anpassung würde Monate dauern. Da könnten die aktuellen Corona-Zahlen für einen leichten Hoffnungsschimmer sorgen. Im Vergleich zum Vortag ist die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit etwa einem Monat wieder leicht um 0,2 Punkte gesunken nach heftigen Anstiegen zuvor. Auch der sogenannte R-Wert, also die Zahl, die anzeigt, wie viel Menschen ein Infizierter ansteckt, sank unter 1, Tendenz weiter fallend. Doch Virologen warnen vor zu viel Optimismus. Es ist nicht anzunehmen, dass jetzt plötzlich die ganze Pandemie zusammenbricht. Das wird sich auf hohem Niveau einstellen, weitern. Und es kann gut sein, dass nach dem Abflachen dann auch noch mal eine Zunahme eintreten wird. Die gute Nachricht: Impfstoffhersteller BioNTech will angesichts der großen Impfnachfrage eine eigentlich erst für kommende Woche vorgesehene Lieferung von 2,9 Millionen Impfdosen auf diese Woche vorziehen.